Ja, das ist ein sehr schöner Rhythmus. Ja. Und da schlägt es zum ersten Mal auch richtig schön mit Bounce ein. Tim Karl wird ein bisschen nach innen gezogen durch den Aufschlag, aber... Ja, Tobi Krieg, katzengleich. Und Break Chance, aber schwieriger Ball. Ja, der ist schwer. Das ist clever gemacht, schön lang gepritscht. Ja, guter Touch von Karl Müller. Ja, und Wiesner muss sich weiterhin noch einpegeln. Und Berlin ist hier wirklich komplett in der Komfortzone. Und heute ist aber wieder eins der Spiele, da kann man nicht erwarten als Gegner, dass sie einen Gang runterschalten. Sie wissen, sie brauchen Rhythmus für die Champions League, für Mittwoch in Lissabon. Sato bläst doch ganz schön die Backen auf da. Ja. Der darf nicht fallen. Mal schon mit dem ersten Angriff. Ja, Leon der Vigey spielt da auch nach. Oh, schön Abwehr. Jawohl. Geht da durch. Gucken, ob er im Aufschlag nochmal Druck kriegt. Nee. Berlin aus einer perfekten Annahme über Malesha zum Satzgewinn. 25 zu 14. Na, Wiesner findet langsam Rhythmus. Mal ein guter Aufschlag, ne? Boah. Vor allen Dingen in so einem Spiel. Vor allen Dingen in so einem Spiel. Da darf halt einfach. Da musst du 10 von 10 rüberbringen. Und das war ja auch nicht der erste Fehler. Ja. So, nächste Break-Chance. Homberger. Block ist jetzt da. Abgewehrt. Kessel mit einem mächtigen Pipe. Geil. Oh. Sich da Tim Karl. Schöne Annahme. Ist er nicht auf den vermeintlich schwächsten Annahmespieler gegangen, Cody? Ja. Ja, aber der landet dann im Netz und dann ist es die 2:0 Satzführung. Wieder der gleiche kurze Aufschlag. Versucht er auch wieder den Pipe einfach rauszunehmen direkt mit dem Aufschlag. Ja, Karl Müller. Block Nummer 4 für die Netzhoppers. Ja. Seine eigenen Aufgaben tun und eigentlich am besten noch 2 Siege holen. Unter anderem den in Lissabon. Ja. Wow, was ist hier los? Okay, da war gerade viel Merkwürdiges davon am Netz. Oh, und wieder der Block von Netzhoppers. Ball ist auf dem Boden. Timothy Karl aus dem Pipe. Gegenüber dieser Bilanz. Jetzt wird auch Tobi Krieg abgewehrt. Guter Touch von Hennert. Wiesner setzt sich durch. Netzhoppers führen 19 zu 14. Na, ist immer noch ein weiter Weg für die Berliner. Warte mal ab. Kein angenehmer Läufer jetzt für den Netzhoppers. Wieder Peters. Ah, doch, der ist es. Gegen Cody Kessel an die Außenhand. Definitiv. Also Berlin hat wieder den Gang hochgeschalten. So, der war auf dem Kopf bei Tobi Krieg, aber... Okay. Wenn du, oder beziehungsweise wenn du gegen den italienischen Außenangreifer Micheletto spielst, der als Linkshänder Außenangreifer sowieso schon mal ein Unikat ist, aber der hat auch noch dieses Talent, dass er ganz gerne mal den Ball einfach an sich vorbeifliegen lässt und dann mit links einfach runter. Oh, Johannes Tille! So. Koordiniert er seine Angreifer. Ein Vorteil oder ein Nachteil später in der Saison? Nachteil. Ja. Ich sehe es als Nachteil, weil ich glaube... Rums! Tobi Krieg mit seinem Signature-Ball. Highlight. Schaut mal hin, er läuft zum Zuspieler, springt dann weg. Ja, 24 zu 15, wir sehen nochmal den schnellen Float und es ist nochmal ein Ass von Hannes Tille. Also, am Ende kann Berlin wieder ein bisschen positives Momentum aufbauen.